Willkommen, liebe Leute, zu diesem kleinen, nennen wir es mal Infovideo, möchte es nicht direkt nennen, weil das jetzt das zweite Infovideo hier an dem Tag ist, aber wir nennen es Mario Kart Infovideo, denn in diesem kurzen Video möchte ich euch einmal mein Turnier zeigen, was ich jetzt hier stellen werde, und zudem werde ich was sagen und ich werde was zum Mario Kart 8 Online-Let's Play sagen. Anfangen tun wir mal mit dem Turnier. Denn ich dachte mir, komm, ich erstelle ein Turnier, bei dem ihr mitfahren könnt. Erstelle ein Online-Turnier. Während das Turnier offen ist, werden die Ergebnisse der Teilnehmer in der Rangliste gespeichert. Aha. Bei der Erstellung eines Turnieres musst du einen Namen und bestimmte Regeln festlegen, sowie auswählen, wann es offen sein soll. Verwende keine persönlichen Informationen und vermeide Ausdrucke, die anderen Spielern unangenehm sein könnten. Ich werde jetzt irgendwie nicht den, irgendwie das nennen hier, keine Ahnung, so, Penis. Random irgendwas in den Raum gekickt. Nein, so werde ich das um Gottes Willen natürlich nicht nennen. Aber ich möchte ein Turnier stellen. Und das machen wir zusammen. Ja, als erstes muss ich mir so ein Symbol raussuchen. Ja, es gibt halt schon richtig geile. Ne, ich überlege gerade. Ui, das gefällt mir. So, gib dir einen Namen ein. Wir nennen es Gamercouts. Turnier. Am besten, wenn es ausgeht. Muss es hauen, ob es ausgeht. Gamer. Couts. De. Tour. Turnier, da haben wir es uns stehen. Jetzt haben wir es, geht es aus. Ha! Jetzt können wir sogar noch. Ne, können wir nicht. Doch, können wir sogar. Hier ein Bindestress reinmachen. Da Leertaste. Cool. So, lege die Regeln fest für das Turnier. Und wer relevant offen sein soll. Also, wir machen mal. Ja, wollen wir Steftik? Mach mal Ruck 150. Ohne Teams. Standard. Also Item Standard natürlich. Machen ohne Computer. Also, dass nur ihr halt spielt quasi. Schlausteuerung machen wir aus. Aber wir sind hier nicht im Kindergarten. Das hat täglich. Ja, das hier hat täglich offen. Ihr könnt täglich mitmachen. Ne, es macht um 0 Uhr auf. Und endet um 23 Uhr. Also, das heißt, ich konnte sie das halt spielen. Es sind, ja, unbegrenzt viele Rennen. Die könnt ihr so lange mitmachen, wie ihr wollt. Gegner wechseln. Nicht wechseln. So. Ja gut, sonstiges Spielerlevel. Es geht alles hier. Offen für alle. Jeder kann mitmachen. Nein, wir machen mit Code. Sodass nur meine Abonnenten bei dem Turnier mitmachen können. Ich hätte da was man. Ja, ne? Das ist das Turnier. Das ist der Code, den ihr eingeben müsst. Also, um das Turnier zu finden. Das blende ich jetzt einfach mal kurz ein, dann können sie euch das, das hier, das Turnierdings dann bei euch, ja, in die Switz eingeben, um dann eben mit mir online zu spielen. Das ist recht simpel. Irgendwie. Zumindest. Es ist das. So. Wir haben es eingegeben. Hoffe es. Also. Ich tue es am Ende auch nochmal kurz einblenden, so denn. So.
Ja, gut. Und hier haben wir es drin. Jetzt ist doch die Frage. Na gut, wenn ich teilnehme, bin ich da gleich drin. Ne. Das sieht man mal. Ich sehe jetzt nochmal alles Wichtige. Ne, 150er CCM ohne Team, Standard ohne Computer, alle Fahrzeuge, Schlauchsteuerung aus. Unbekanntes Rennen, Charakter kann man nicht wechseln. Es sind alle Stufen und es sind Quote erforderlich. Siehe hier unten. Ja, Rangliste ist jetzt natürlich noch leer. Das ist klar, bis jetzt haben noch keine mitgemacht. Kommt aber noch hinzu. Ja, und ihr könnt jederzeit mitmachen, ne? Ich gehe natürlich hier auf Mitspielen. Wobei, ich muss was hauen. Gut, da kann ich gleich mitspielen. Nee, das mache ich jetzt aber nicht. Es geht nur, ich wollte nur schauen, ob das funktioniert. Ja, und das ist eben das Turnier, bei dem ihr mitmachen könnt. Hier kann man so eine andere sehen. Ihr liebt, wir sind hier einiges. Domtendo, natürlich ist Domtendo down beliebt. Schauen wir mal die Rangliste an. Domtendo ist bestimmt ganz oben. Aber interessant. Da haben wir bestimmt viele Leute. Naja. Ist ganz in Ordnung, die Anzahl. Aber das ist so ähnlich wie meins. Auch da 150. Ohne Team Standard, ohne Computer, alle Fahrzeuge. Und jetzt ist das einfach mal weg. Das hat gut, bis 22.30 Uhr, meistens bis 22 Uhr. Unbegrenzt, nicht wechseln. Ja, das ist dasselbe. Im Prinzip. So, ja, macht's mal mit, ne? Wie gesagt, ihr habt's ja gesehen. Gerne mitmachen. Gamercouch-Turnier. Das kann es oft genug sagen. Ja, abgesehen von Turnier, startet auch unser Online-Let's Play. Das habe ich mich jetzt dazu entschlossen, es parallel zu machen. Das heißt, jeder zweite Mario Kart Part ist online. Also das ist ein eigenes Projekt, aber ihr könnt es so vorstellen, Mittwoch kommt zum Beispiel Mario Kart 8, Part 5. So, und Donnerstag kommt Mario Kart 8 Online Part 1. Und so ist es halt immer abwechselnd. Ein Mario Kart Offline Part, Tag später oder zwei Tage später, je nachdem halt, Online Part. So, das wäre halt am optimalsten, zwei Offline und zwei Online Parte in der Woche haben. Und ja, sobald das Offline Let's Play durch ist, also alle Strecken in, also alle Cups in 100 CCM und 150 CCM und dem Battle Mode und so weiter durchgeklappert, gehen die Parte vom Offline-Let's Play auch über in Online-Let's Play und übernehmen dann den Stand. Und ja, wie das Online-Let's Play dann genau aussehen wird und wie ihr da mitmachen könnt, ich werde auch das Turnier auch ab und zu mal spielen. Wie genau das Ganze abläuft, das werde ich im ersten Part euch nennen. Hier ging es mir jetzt eher ums Turnier, dass ihr wisst, aha, ich mache ein Turnier, wann ist das, etc., etc. Und ja, das soll es von dem Video gewesen sein. Falls ihr das andere Infovideo vom heutigen Tag noch nicht angeschaut habt, macht das bitte. Ist wichtig, also einigermaßen wichtig, weil es wichtig ist. Ist sinnvoll, es anzuschauen. Damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.